Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich darauf, eure Laune verbessern zu können. Das hoffe ich zumindest. Ich muss wirklich sagen, ja, die Leute, die hier einschalten, so von wegen, ja, Tobi, ich freue mich erstmal deine Videos zu schauen, weil ich sofort gute Laune habe. Das ist mein Goal. Das ist mein Goal. Wenn ihr dabei noch ein bisschen Bock habt auf irgendwas, ist auch cool. Naja, aber das ist wirklich mein Goal. Ich würde mal sagen, ja, ne, gute Laune, Motivator oder sowas. Heute, also erstmal. Lasst uns zurückreisen. Wir haben gegen Cutter gespielt und die Cutter, na jetzt werden wir sagen, ja Tobi, so bad. Die Cutter war tatsächlich ein Smurf. Das heißt, sie war frisch 30 geworden, hatte erst ein Game gespielt auf 30 und das hat sie mit Heimerdinger 14-3 gespielt. Und dann das Cutter-Game. Das heißt, ich werde das Ganze verfolgen und euch mal berichten, was das für ein Smurf ist. Ein Smurf ist ja, ne, es kann auch, jemand, der Silber ist, kann auch smurfen, ja. Sie hat nicht gespielt wie Silber. Es könnte ein Diamond war sie mindestens, würde ich sagen. Es könnte aber auch vielleicht Master oder höher sein. Ne? Das werden wir mal verfolgen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wenn es euch interessiert. Ich habe mir gedacht, okay, hey, komm, ne? Ich will jetzt auch auf die Fresse hauen, ne? Sonst denken alle noch, hey, Tobi, du bist so bad. Ich hau jetzt auch mal auf die Fresse. Deswegen habe ich Vladimir gepickt. Vladimir ist grundsätzlich der perfekte Champion. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Das hat sie auch schon gemerkt. So, sie denkt sich so, yo, Barrier. Warum ist Vladimir der perfekte Champion? Vladimir hat, ich denke, da sind wir uns einig, eins der besten Late Games im ganzen Spiel. Seine E wurde mal sehr hart genervt, das außen vor. Hat er sehr viel Heal, was ziemlich geil ist und der Heal ist sehr, sehr krass. Er hat enorm viel Damage, sehr gute AP-Scalings. Er hat einen Spell, der ihn quasi mehr oder weniger unsterblich macht, zumindest eine kurze Zeit, also ne. Er hat sogar AOE-Bonus-Damage fürs Team. Er hat eine super krasse Laning-Phase. Also eigentlich ist sie schwach im Early-Game, aber er kann sich halt heilen. So. Und das Allerwichtigste, er scaled krass ins Late-Game und ist trotzdem im Early-Game in der Lage, den Gegner zu töten. Ja. Das würde ich euch auch gerne zeigen. Allerdings hat sie halt echt Barrier dabei. Ne? Barrier ist ein bisschen harsch. Wir machen hier die Auto-Attack-Trades. Ich glaube, das könnte klappen, wenn wir das nächste Ding dodgen. Haben wir das gedodged? Nee, haben wir nicht. Aber ne, sie ist gleich tot, was soll's. Ich hätte sie jetzt schon fast töten können, aber Barriere, und sie hat keinen Mana mehr. Das ist lustig. Nochmal auf den Smurf zurückzukommen. Ich glaube, es war Schicksal, dass ich gegen ihn gespielt habe. Glaubt ihr manchmal an Schicksal? Ich glaube schon. Also, während ich nicht an sowas glaube, glaube ich, dass ab und zu doch bestimmte Dinge wegen bestimmten Dingen passieren. Der erste Punkt ist nämlich, er hat Heimerdinger gespielt. Ich habe es in seiner History geguckt, gesehen. Heimerdinger. Soll das heißen, dass ich jetzt Heimerdinger spielen soll? Vielleicht. Die Autotext vom Blatt sind übrigens komplett scheiße. Also werden wir auch nochmal Heimerdinger testen. Das wird wahrscheinlich der nächste Champion sein. Schön auf Böllerei. Aber nicht mit hier irgendwie scheiß Türme, sondern volle Möhre Raketen. Das ist der Plan. Alter, dieser Autotext, ne? Ja, weiter im Text. Was würde ich Ihnen sagen? Ach so, Schicksal. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Ich glaube nur on stream. Und zwar, ich wollte mir immer Kaber Erdbeermilch kaufen. Ne, also Kaber halt, dieses Pulver, Erdbeerpulver. Ich denke mir so, boah, manchmal hat man einfach so einen Kick. Da denkt man sich so, boah, geil, auf Erdbeer habe ich jetzt richtig Bock. Ne? Und dann war ich da im Edeka. Was war? Ich denke immer so, ja, ich muss das und das kaufen. Und dann vergesse ich es aber. Ja, das heißt, ich war schon wieder im Edeka. Hashtag ohne Werbung. Hab aber überhaupt nicht dran gedacht, dass ich mir Kaber kaufen will. Und ich gucke immer so ein bisschen, wo rote Dings sind. So, rote Schilder. Das heißt, es ist reduziert. Ne? Wenn, also ich kaufe eigentlich immer danach. Oft. Ja, also ich kaufe mein Standardzeug plus reduzierte Sachen. Nicht, dass ich bin jetzt nicht so der Turbo-Sparfuchs, aber ich denke mir einfach so, ja, cool, ist reduziert, da kannst du mal reinlunzen. Ja, und dann war da auf einmal so rote Schilder und ich guckte so, was ist denn das? Kaber! Okay, was das ist jetzt weird. Geh mal weg. Da war einfach fucking Kaber. Und ich denke mir so, ja, okay. Das kann kein Zufall sein. Ne? Es kann kein Zufall sein, dass das auf einmal reduziert ist. Ich will es haben, ist reduziert. Und dann, das war aber, ich glaube, der kommt nochmal, der bekommen, ja. Ich glaube, das war allerdings, müssen wir flashen? Ja, wir. Ah, ich kann gar nicht flashen! Nein! Uiuiui. Ich rede zu viel. Aber die wird noch sehen, Leute. Die kriegt ihr Fett noch weg. Na, sie hat E-Barrier. Ist schwer zu töten, ist das. Und dann habe ich mir nämlich gedacht. Okay. Ne, was ist so da? Vanille war da. Banane war da. Und Kakao. Ne, Vanille nicht. Banane und Kakao. Und ich denke mir so, boah, Banane, nee. Und Kakao, nee. Erdbeer war nicht da. War reduziert, aber nicht da. Und ich denke mir so, das ist Doppelschicksal. Tobi? Das Schicksal würde sagen, ja, hey, du willst ja eigentlich Erdbeer kaufen, aber Tobi, tust nicht. Du könntest die Milch auch für Latte Macchiato benutzen. Oder einfach so trinken, für deine Haferflocken. Tobi, mach's einfach nicht. Mach's nicht. Und ich glaube daran, das war die Message, die mir gesagt wurde. Mach's einfach nicht. Gut, jetzt konzentrieren wir uns.
und machen sie fertig. Das, am Anfang muss ich immer ein bisschen was erzählen und dann machen wir den Gegner fertig. Also, wir müssen warden. Wir haben keinen Flash mehr. Ohne Flash, sind wir ehrlich, ist die Kill... Das Killpotenzial von Vlad etwas gering. Ist so wie ein bisschen wie mit Annie, vielleicht noch ein bisschen weniger. Das heißt, mit Flash, geil, Kills ohne Flash, oh, naja. Zuerst hat sie einen mehr, das gleichen wir jetzt aus. Jetzt haben wir 31. Und wir predikten, dass sie den nächsten verfehlt. Oder, okay, never mind. Gut, was können wir machen? Ich glaube, im Early Game erstmal noch farmen. Wir können einfach nur farmen. Nehmen die mit hier. Oh, lol, das hat nicht getroffen. Hier ist unser Q für dich. Wir müssen ein bisschen aufpassen tatsächlich. Ihr Gift geht durch unseren Pool, also wir kriegen halt trotzdem den Giftschaden. Und, reicht das? Ja. Und wir können nicht, klar, flashen. Na, dashen habe ich ja eh nicht, aber wir können nicht flashen, wenn sie das Dings macht. Da müssen wir ein bisschen dran denken, weil es hat mich gerade ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Wir sind gleich Level 6, wir könnten sie fighten, sie hat aber noch Barrier. Das heißt, ein bisschen Poki-Poki wäre ganz cool. Alter, ich verliere so viele Minions, holy shit. Dafür ist es umso später umso besser, weil da drückt man nur noch E. Ah, Q. Q. Man kann auch diese richtig harschen Trades machen. So, zack, und dann geht man einfach weg. Ist absolut in Ordnung, weil du dich eh wieder hochheilst. Du kannst einfach sagen, okay, ich gehe die Trades ein, im Sinne, du verlierst 10% und ich 30%. Und das kann immer noch worth sein, weil du es einfach wieder hochheilst, so. Wir haben jetzt keinen Flash, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir müssen echt an diese Barrier denken. Barrier ist räudig. Sie sieht aus, als könnte ich sie böllern. Aber gehen wir das Risiko ein? Ich glaube, ja, ich bin ja Risikoman. Was kann schon schief gehen? Wir brauchen jetzt aber unbedingt nochmal eine Q. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Okay. Frage ist, komme ich an sie ran? Frage ist, wird sie mich versteinern? Es gibt viele Fragen. Wir haben kein... Mit Flash, ne? Wäre es einfacher, aber ohne Flash? Weiß ich nicht. Ja, ohne... Ja, ich weiß... Ja, wir warten erstmal hier. Wo ist Wukong? Wissen wir das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich gucke sowieso in letzter Zeit sehr wenig auf die Map, tatsächlich. Was wiederum ein Bonuspunkt ist. Dann brauche ich keine Wards kaufen, wenn ich eh nicht drauf gucke. Schön. Schön, 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 schön. Haben wir das geklärt. Ich meine, wie gesagt, bei so einem Champion wie Vladimir, ich muss nicht den Gegner killen, weil ich out... Ja, ob ich Cassio outscale, weiß ich nicht, aber ich scale mindestens genauso gut wie Cassio. Das würde ich sagen, das ist der echte. Ah, jetzt nicht mehr. Ich scale Minimum genauso gut. Da unten geht, glaube ich, nichts mehr. Das heißt, wir haben da nicht so den Druck. Okay, sie weiß auf jeden Fall Wave Control technisch Bescheid, wie es funktioniert. Bin aber noch da. Damit hat sie vielleicht nicht gerechnet. Die Frage ist, ich kriege das aber nicht schnell genug reingepusht. Waveclip von Vladimir im Early Game ist sehr harsch. Na, schade. Ah, es geht sogar. Ich glaube, wir bleiben auch noch ein bisschen. Also wir haben... Ja, eigentlich sollte ich shoppen gehen. Aber irgendwie... Komm, wenn ich jetzt backgehe, dann könnte sie freezen. Könnte sie. Wird sie es machen? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich Vladimirs größte Schwäche. Er hat hohe Cooldowns im Early Game und keine Punkte in der E. Und wir werden gegankt machen. Das jetzt so drücken, das machen. Pool werden vielleicht nochmal geheilt. Ja, Heal ist da. Reicht nicht, schade. War ein bisschen Int. Sind wir ehrlich? Es war Int. See inside you. Du wirst noch sehen. Du wirst noch sehen. So, Protobelt, Schuhe. Ich hätte natürlich shoppen gehen sollen. Das wäre das Richtige gewesen. Der richtige Move gewesen, ne? Und eigentlich wäre es nochmal klug gewesen, hätte ich die Q gemacht, bevor ich in den Pool gegangen war. Wollte ich auch eigentlich, aber dann war es auf einmal so knapp, dass ich dann doch direkt in den Pool gegangen bin. Aber Leute, ich würde euch sagen, das wird ein Free Game. Guck mal, jetzt haben wir auch ein paar Items. Protobelt kommt schon mal auf 1. Schild hier. Schön. Ich sag euch, das wird free. Ah, guck mal, wir haben auch eine Vayne. Vayne scaled auch sehr gut. Oh lol, das ist nicht mal mehr ein Bild. Ist das ein Bug? Kann man einfach durchgucken. Ist cool, dann kannst du die Map dahinter sehen. Ne, dieses Icon meine ich. Man, mich nervt persönlich ein bisschen, dass die halt wirklich Barrier mitgenommen hat. Das nervt mich ein bisschen. So, da ist ein Minion. Okay, sie hat auf jeden Fall Bock. Hier kriegst du eine Q. Da kommt ein Gank. Komm aber hier gerade nicht so richtig rüber. Weiß auch nicht, ob es Sinn macht, weil hier so viele Minions sind. Es ist harsch. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Ich slow mal schnell ein bisschen, aber ich hab jetzt nicht mehr viel. Wir haben gleich nochmal ein empowertes Ding. Okay, das passt. Das ist okay. Wir haben jetzt wieder Flash benutzt. Es war nicht super schön, aber es war okay. Schreibt mal einen Good Job. Worth. Also es war auch worth, weil er hat einen Assist bekommen. Das ist okay. Das ist actually okay. Damit kann ich arbeiten. Sehr I can work with. Ne? Es war sehr deep. Vor allem, weil sie ja halt Ultimate hatte. Aber es war noch. So, guck mal. Jetzt können wir vielleicht auch noch ein bisschen reinpushen. Aber das ist halt auch echt... Ab Protobelt geht's auch sehr gut, ne? Protobelt ist sehr schön. Wir haben auch Blue Buff. Dann können wir ein bisschen mehr zaubern. Na, na, na. Zack. Her damit. Her damit. Auto-Tech.
Und zack, guck mal, jetzt gehen wir. Ich glaube, Protobelt kostet 1050. Komm, eine Platte? 1050? 1050. Eine Platte, komm. Ist die drin oder ist die nicht drin? Eine Platte muss drin sein. Ich bin Plattenhunter. Plattenhunter Tobi. Die muss drin sein. So, schöner Schaden auch gleichzeitig. Wir haben Ultimate. Komm, das gehen wir ein. Ultimate drauf. Ja, passt. Free. Free, free, free. Schön, 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 schön. Win, win, win Situation. Also man könnte jetzt, ich könnte jetzt jemanden zitieren. Also in dieser Szene konnte ich für den Play gehen, weil ich jetzt sterben werde. Javan, komm. Help. Help. Ah, okay. Gut, nun. Naja, aber in dieser Szene war es mir möglich, dieses Play zu veranschaulichen, weil ich die Crowd Control über die Map gedroppt habe und dadurch einige Opportunities gesettet habe. Unluckigerweise war allerdings der Drop-Off-Point etwas far behind, weswegen die Calculation a bit misdropped war. So, gut, nun. Wir haben Protobelt. Diese Barrier, ne? Aber die wird noch sehen, Leute, die werden alle noch sehen, Leute. Ich sehe mich auf 14 Kills. Tobi, du bist 1-2, was für 14? Ich sag euch 14 Kills, sag ich euch jetzt. Ne, im Nachhinein kannst du immer sagen, ja, ich wusste sofort 14 Kills, ne, wenn du deine 14 hast. Ich sag euch 14, Minimum. Minimum. Gut, wir müssen jetzt ausrasten. Wir brauchen noch Schuhe und dann geht's dann Abfahrt. Ich bräuchte halt mal alles auf einmal, ne. Entweder fehlt mir Ult oder Flash. Aber ich habe nie beides irgendwie. Beides brauche ich. Beides und dann Abfahrt. Abfahrt auf Cassio als erstes. Auf Lucian sehe ich mich auch, auf Wukong sehe ich mich auch. Ich sehe mich überall. So, Abfahrt ist auch gleich hier das Thema. So, you shall not pass ist erstmal das Thema. Okay, die hat auf jeden Fall Bock, das macht auch Schaden, aber... Die 14 ist es. Es ist die 14. Dass das gerade Hashtag super clean war, es ist die 14. So, gut, jetzt aber... Leute, ganz ehrlich, ich sterbe, ne, Plattengreed, dies, das, geil, aber... Ich sterbe ohne Witz. Das ist gerade einer. Das war damals meine Ultraschwäche. Dann habe ich es verlernt. Also ich habe diese Schwäche ausgemerzt. Und jetzt ist die Schwäche wieder da. Nachdem ich den Gegner gekillt habe, greede ich. Ich greede rein und werde vom Jungler gekillt. Das muss aufhören. Leute, das muss aufhören. Jedes Mal, wenn das jetzt passiert in einem Video, was werde ich dann machen? Ich brauche irgendwie so ein, wo ich mich richtig zum Deppen mache. Ich meine, das mache ich eh die ganze Zeit, aber... Ich kipp mir meinen Kaffee im Kopf. Nein, das ist zu harsch. Ich mache irgendein Tier nach oder so. Aber da kann ich halt nur den Affen und der bin ich sowieso schon. Boah, was soll ich machen? Ihr könnt ja gerne was vorschlagen. Was darf, ich könnte mir, aber dann müsste ich immer Pepperonis am Start haben. Und, ne, dann throw ich vielleicht mal eine Woche nicht und dann laufen die ab. Schön. Ja, komm her. Komm, die kommt nochmal. Die hat nochmal Bock. Oder hat sie keinen Bock? Ich bin der Gatekeeper. Es könnte sein, dass Wukong kommt. Es könnte auch sein, dass sie nach unten kommt, aber dann nehme ich die Plates. Ich bin Plate Hunter. Ja, sie geht nach unten. Akzeptiere ich, lasse ich ihr. Ich nehme die Plates. Wenn ich mich entscheiden könnte. Zwischen rette deinen Teammates oder nimm einen Plate. Ihr kennt die Antwort. Sorry, aber... No sorry. Oh shit. 30 Sekunden. Pot nochmal rein. Wukong könnte kommen, aber Wukong könnte nur alleine kommen. Ne, meint, der ist auch unten. Alle sind unten. Oh, meint ihr, eine geht noch? Ich glaube nicht. Sollen wir lieber unten die Kills absammeln, abgreifen? Oder sollen wir noch... Komm, eine pushen wir noch rein. Wir kriegen sie nicht, aber wir pushen sie rein. Benutze ich Protobelt? Nein, denn wir holen uns jetzt noch einen Kill von unten. Ich benutze den Protobelt sehr oft zum Pushen. Die wäre jetzt komplett weg. Weg die Wave. Aber den benutzen wir gleich unten und deswegen brauchen wir den. Schön. So, man könnte jetzt für den Turm gehen, aber ganz ehrlich, keine Platten, kein Interesse. Na? Wenn ihr euch ein Tinder-Profil erstellt oder Luvo oder so, schreibt rein, Platten. Viele Platten. Ne? Keine Platten, kein Interesse. So, was ist hier los? Luschen, Bock? Ich hab Bock. Guten Tag. E. Peng. Tschüss. Late Game Champ, by the way. Late. Nee, okay. Zu harsch. War knapp. Hätte ich fast Bock gehabt, aber. Wobei, ich hätte immer noch Bock eigentlich, aber. Naja, zu harsch. Kann ich noch eine Q bitte? Eine Q? Dann könnte man immer noch für den Old Ultra Kill gehen. Da gehen wir jetzt für. Oh Mann, er hat das unterbrochen, der Pisser. Aber dann machen wir es einfach so. Schlürf, 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 schlürf. Hier nochmal gesaugt. Auto-Take. Wir hatten einen harschen Start. Den könnte ich auch noch getten. Leute, ich bin Late-Game-Champion. Wir haben Ignite, Leute. Meint ihr, das reicht? Late-Game-Champ. Late-Game-Champ. Es gibt so Leute. Es gibt einen Vladimir-Main auf meinem
Twitch-Kanal. Der sagt so, ja, nee, Wladimir ist so bad, Wladimir dies, voll das schlechte Early-Game und der CDs und er ist halt Wladimir. Ich sag ihm jedes Mal, Wladimir ist broke. Bruder, Wladimir ist broke, sag ich ihm jedes Mal. Und er so, nee, Talon broken, Atrox broken, Rengar broken. Ich sag immer, Wladimir broken. So broken, dass ich sogar sag, Turbo broken. So, ne, ne, ihr könnt jetzt sagen, ja, Tobi, meinst du nicht ein bisschen viel mit dem Null-Stacks-Major? Ist wirklich Null-Stacks? Ich sag 14. Die 14 ist es, Leute. Ja, Cassius 1-4, Wukong und Lucian. Wir müssen Lucian zeigen, dass er ein AD-Carry ist. Ja? Das müssen wir ihm zeigen. So, hey, so, ne, Laning Phase 4-2, voll gut. Und dann kommt da dieser Mage an, One-Shot. Wir haben leider kein Flash und nichts. Und eigentlich auch eigentlich irgendwie gar keinen Schaden. Ich habe jetzt gerade 1400 Gold für 20 AP ausgegeben. Ist sehr harsch. Aber ich sag, das reicht. Hier noch nicht, aber... Ne? Wladimir ist eigentlich der perfekte Champ für mich. Ich sollte mit Wladimir auch spielen, aber... Deshalb, ich habe schon zu oft Wladimir gespielt. Wisst ihr, was ich meine? So? Also, war da ein Ward drin? Der wird eh weggehen. Ich glaube, das Ward sieht mich auch nicht. Das sieht bis hier so. Aber dann farm ich unten. Ist okay. Ich will nicht in der Mitte farmen, wo 30 Leute sind. Ne? Will ich nicht. So, Wave Clear ist halt immer noch ein bisschen, ne? Bisschen räudig, aber es geht langsam. Der Grund, warum Wladimir so stark ist auch im Late Game, ist, das ist so der Hauptgrund. Ich glaube, das ist generell der Hauptgrund, warum nicht AD Carry Champs gut im Late Game sind. Weil sie wenig Cooldowns haben. Also klar, es gibt so Champions wie Jax so. Also ich meine jetzt nicht Auto-Attackende Champions, von denen rede ich, weil, ne, Master Yi und so, die sind halt immer gut, weil die halt einfach Auto-Attacken und alles töten. Aber Wladimir hat keine Cooldowns im Late-Game, genauso wie zum Beispiel Cassiopeia, genauso wie Ryze, das sind so diese Champions, die einfach richtig krass rasieren. Na? Die einfach welcome, ich glaube, das mit den 14 Kills wird echt schwer, weil die Gegner alle enden. Das ist jetzt so ein Game, wo ich mir wünschen würde, dass einer bei uns entet, damit ich die 14 zusammenkriege. So, wen töten wir? Mitte, Pike? Aber der ist wie so fischig, der fischt immer weg. Das nervt. Das nervt. Ich meine aber auch alleine die Möglichkeit im Late Game, den fettesten Gegner zu one-shotten. Der jetzt vielleicht kein Full-Tank-Mundo ist. Ja, einfach Flash, E, Ultimate, Q, Ignite, boom. Ne? One-Shot. Vielleicht haben wir Glück und es kommt jemand in diesen Busch hinein. Und er ist nicht gewardet. Hat ein bisschen weniger Damage gemacht als antizipiert, muss ich sagen. Hier war doch jemand drin, oder? Ja, hallo. Oh, kein Stack, Brudi. Nur zwei. Mist. Hab weniger Damage gemacht als gedacht, aber ich muss auch sagen, ich hab nichts, ja? Sind wir mal ehrlich. Ich hab nichts. Und wenn ich dieselben Items auf weiß ich nicht wen baue, kommt da nichts. Nichts kommt da. Oh ja, auf den sehe ich mich. Ja, er zieht mich hinterher. Ja? Ich hab Pool, kein Spaß. Na? Ich denke, was man als Wladimir-Spieler einfach lernen muss, ist, also, klar, man muss als Wladimir schon ein paar Dinge lernen, aber das Wichtigste bei Wladimir ist einfach, wenn euer Pool auf Cooldown ist, gerade in der Laning-Phase, ja, im Late-Game, klar auch, aber da hat das nicht mehr so viel Cooldown, ne? Mittlerweile 20, ja. Wenn euer Pool auf Cooldown ist, dann geht ihr einen Kilometer nach hinten und spielt wie eine Maus. Komplett safe. Ne, ihr spielt komplett in euch eingegraben. Ne, also, hätte ich auch machen müssen. Bei meinem ersten Tod habe ich das nämlich nicht gemacht. Wenn... Es war klar, dass Wukong hat meinen Pool bekommen. War das der erste oder zweite Tod? Ich weiß gar nicht, wie ich beide mal gestorben bin. Einen Tod weiß ich, der war hier. Wo war denn der andere? War der auch da? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der zweite Tod, ich bin gar nicht zweimal gestorben. Ich glaube, der ist unfair gezählt dazu worden. Ah, dieses Game. Ah, das ist schön. Wukong. Ja, komm, Wukong. Kill sie. Komm, Wukong. Ich sehe dich noch. Offen. Ja, mach die Vayne. Ja. Ja. Pike. Ultra-Kill. Naja. Ja, dann nehme ich den jetzt. Nochmal eine Q. Gut, er wird wahrscheinlich einfach abhauen. Oh ja, nimm sie dir. Also ja, ich würde schon verteidigen. Oh. Ich könnte. Meint, ich mache genug Schaden. Wir testen es einfach mal. Reicht es?
könnte. Ja. Nee, der Heal von Lucian. Ach, come on. Nee, aber Leute, stellt euch das vor mit Empowerter Q und Ignite. One-Shot auf jeden. Wirklich. One-Shot everyone. Und das ist mächtig, schmächtig. Ich meine, im Late-Game gewinnt das Team, was engaged irgendwie. Das Team, was kein... Oder das Team, was einen Fehler ausnutzt oder was einen Fehler macht. Also das eine gewinnt, das andere verliert. Und wenn du halt selber in der Möglichkeit bist, einen Fehler auszunutzen... Hey, zum Beispiel hier. Ne, nehmen wir an, das wäre 50. Minute. Okay, hey, der steht super aggressiv. Könnte ich jetzt mit Flash töten. Flash, Ult, Ignite, tot, Game gewonnen. Es gibt Champions, die können es nicht. Xerath. Klar, du kannst mal einen Stun landen, aber... Bisschen hart. Sollen wir mal gucken, ob wir den da fighten können? 1-5. Trinity. 1-5 Trinity. Ne, aber jetzt mal ehrlich. Hand aufs Gehirn. Lieber so ein Game wie mit Echo als so ein Game hier, oder? Jetzt mal ehrlich. Klar, jetzt kann man sagen, ja, 6-2, ne, jetzt aber auch erst 10-1. Alle sind fett. Ja, also er intet, während er fett ist, aber oh, was ist denn hier los? Guten Tag. Ignat drauf. So ein bisschen. Oh, Brudi, mach doch nicht den. Brudi, jetzt habe ich schon mein Ignat für dich verschwendet. Brudi, mach doch nicht so einen. Ich brauche meine 10 Sticks. Ich muss auch von irgendwas leben. Komm schon. Vielleicht holt er seine Freunde, wenn ich ihn weiter chase. Freudig. Gut, wir haben 30%. Eigentlich brauchen wir noch 10% das Stundenglas. Es ist so, dass meistens die Leute eher Rabadons als Stundenglas bauen, tatsächlich. Oh ja. Wir haben Geld. Also es kommt drauf an. Ich glaube, so die richtig schlechten Vladimirs, das kann man auch nicht sagen. In manchen Games ist Stundenglas Second auch gut. Aber wenn du gut im Game bist, Magi's plus Rabadons, hast du halt sofort 700, 800 AP ist GG, sofort instant GG. So, ich lasse mein Team mal da. Nicht, dass ich es verkaufen würde. Ich gehe für die Objectives. Und für das 1v9, was jetzt kommt. Die kommen jetzt alle locker. Soll ich das machen? Das ist ein bisschen... Komm, wir wollen uns deck. Jetzt wird jetzt ein bisschen viel. Later. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir wegkommen. Wir machen nochmal... Leute, send help. Wir brauchen Pool. 12 Sekunden. E into Q into Stundenglas. Und nochmal eine Q. Komm. Ah, ja, ich weiß, es war ein bisschen deep. Oh, meine Stacks Marmelade. Schade, aber ne, hätten wir ein bisschen mehr CDR, noch ein bisschen mehr Pool, mehr ein bisschen hier, ein bisschen da, noch ein Rabadons, ne? Rabadons haben wir jetzt gleich, ist fertig. Mist, die Stacks, aber klar, jetzt könnte Hater Tobi sagen, Tobi, das war echt sau unnötig. So unnötig. Positiver Tobi sagt aber, hey, du hast immer noch zwei Stacks. Zwei sind nice, ist schön, 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 schön. Außerdem geht das Game jetzt 0,34 Sekunden länger. Wenn nicht sogar eine Minute oder zwei oder drei. Ich meine, ja, ich sollte es nicht zu oft die leichte Schulter nehmen, aber ich will 14, Leute. Die 14. So, wir haben 376 AP. Klar, ich habe euch 800 versprochen, aber Majors ist auch nicht voll, ja? Ja, 800 sind es nicht, aber ich glaube, mit einem vollen Majors kommen wir mit effektiv 2,5 Items. Ja, das hier kostet nur 2,5 und das kostet 1,4. Also eigentlich, ja, mit 2/3 Items. Nee, eigentlich, hä, warte mal, was erzähl ich hier für eine Scheiße? Ja doch, 2/3. Kommen wir auf 600, 700 AP, glaube ich. Ich glaube, das ist drin. Ja? Ich glaube, das ist möglich. Wir brauchen jetzt natürlich wieder die Stacks. Wir haben Flash bald. Dann werde ich Lucian zeigen. Ich muss es einfach für die ADK-Mannschaft tun. Sagen, hey, du hast ADK gepickt. Selber schuld. Das heißt, wir werden den One-Shot interpretieren. Aber wir haben halt leider Ultimate ready und kein Flash. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, ich werde gleich jemanden ulten und dann keinen... Wenn ich dann Flash habe, habe ich keine Ult mehr ready. So wird's laufen. Hier ist eine Q. Hier geht's los. Wir drücken mal E. Das ist gut. Das ist... Ja, also nee, wir sollten jetzt schon ordentlich spielen, ja, aber... Ja. Nee, also... Ich habe auch gerade Stundenglas gedrückt und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keins. Tatsächlich. Hater-Tobi könnte sagen, boah, Tobi, Bruder, was machst du da? Das ist so unnötig. Ich meine, okay, es sind vier Leute. So schlecht war es gar nicht, actually. Also für mich war es schon schlecht. Aber insgesamt... Positiver Tobi könnte sagen, ja, aber zwei Stacks. Zwei sind noch da, ne? Also, was soll man sagen? Was soll man sagen? Ich weiß, jetzt mal Real Talk, das Gameplay technisch gerade nicht die Creme de la Creme ist. Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, Leute. Findet ihr das doch ein bisschen... Also ja, dieses Game ist schon harsch, weil es zu einfach ist, ehrlich gesagt. Aber
Findet ihr so? Nee, boah, kann man sich überhaupt nicht geben. Also jetzt gerade die letzten zwei Minuten sind schon, ne? Aber generell so. Ich kann es ja nicht beeinflussen. Am liebsten hätte ich ein 40-Minuten-Game. Jede Runde wahrscheinlich. Aber. Wobei jede Runde irgendwann macht das Herz gleich nicht ein. Schön! Geil! Richtig schön. 13-2 ist aber auch schon, ne? Mich hat letztens jemand gefragt, hey Tobi, Toplane, welcher Champion für aggressiv spielen? Renekton. Dropped im Late Game, aber Renekton. So, aber jetzt Leute, zeige ich euch, jetzt geht's los. Ich zeige euch jetzt, yo, Tobi, dein Vladimir, très bien. Très bien. Aber was meine Schwäche auf Vladimir übrigens ist, ich glaube, das ist auf allen Champions meine Schwäche irgendwie, auch Echo war es genauso. Ich pool zu spät. Ich will immer so wie bei Tryndamere so bei 0,1% HP poolen. Und dann pool ich gar nicht. Bei Echo wollte ich dasselbe. Bin auch immer gestorben. So, sollen wir. Das Ding ist, ich kann jetzt Echo töten. Davon werden wir. Ist jetzt sehr greedy auch, weil ihr Gegner sein können. So wie der Pike, der hier schon rumschlümpft. Und Wukong ist auch da. Vor allem, wenn ich ihn jetzt töten würde, hätten wir überhaupt nichts davon. Oh, er hat Blutdürster? Ne, er hat ein Schild. Ach, er hat dieses Overheal-Ding da, oder was? Na, wir hätten nichts davon. Wir würden jetzt. Sind alle hier hinten. Wir. Bis der wieder am Leben ist, ist nichts passiert. So, Leute, hier ist ein Wukong. Wukong würde ich auch annehmen. 4 Stacks, da bin ich jetzt nicht wählerisch. Okay, lol, er geht dahin. Darius ist tot. Der gute 2-6, Full Damage Darius. Sehr bekannt tatsächlich, unter den Bekannten. Ne, aber wie gesagt, droppt mir auf jeden Fall gerne so eine. Ich meine, ich könnte jetzt halt sagen, ich habe jetzt halt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, hey, ne, dieses Game geht dann jetzt nochmal. Ich stelle mal hier den Riegel um 10 Minuten länger. Klar, ich könnte absichtlich enden, aber ich kann mir nicht aussuchen, ob das Game 20 Minuten geht, 30, 40, also nicht direkt, wenn man ordentlich spielt. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist zu sagen, hey, okay, ich lade es nicht hoch. Ne? Wenn ihr sagt, okay, nee, Tobi, ich könnte ja eine Abstimmung oben reinmachen. Und ich sag jetzt einfach mal, ihr könnt abstimmen. Ah, ich vergesse es eh, Leute. Ich werde es eh vergessen. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob da was aufploppt. Hier sind Stacks, ich brauche noch meine 14. Shit. Gehen wir mal, komm, wir gehen jetzt für den Smash-In, Leute. Wir machen jetzt erstmal eben den da jetzt. So, wir machen jetzt nochmal Ignite drauf, ein bisschen. Wir drücken einfach alle Knöpfe so ein bisschen. Hier nochmal ein bisschen. Da nochmal ein bisschen. Hier kommt noch eine E. Oh, er zieht mich gleich. Oh, nö. Gedodged. Ja, okay. Ja, Mann, ich muss aber auf die 14. Ich muss hier meinen Tageslohn reinkriegen. Shit, 9 nur. Aber es wären 14 geworden, Leute. Ich meine, es geht auch 30 Minuten, aber es fühlt sich an wie so ein 20-Minuten-Win irgendwie. Ja, also wie gesagt, könnt ihr gerne sagen, ob ich dann einfach nicht hochladen soll, ne? Wenn ihr sagt, okay, ne, ich kann halt sagen, ne, dann lieber noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Eure Wahl. Eure Wahl, eure Entscheidung. Vladimir, trotzdem definitiv sehr starker Champion. Ich glaube, man hat es ein bisschen gesehen. Macht auch Bock eigentlich. Eigentlich könnte ich halt Vladimir main, weiter main. Okay, Leute, ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht wieso. Überhaupt keine Ahnung. Ich habe 3 Hornhaus bekommen. Warum? Warum habe ich 3 Hornhaus bekommen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hä? Wieso? Ich schwöre, wieso? Er hat 15-2 und ich krieg 3 Hornhaus? Was habe ich getan in dem Game? Außer nichts. Ich habe nur gerollt, getrollt, gebollt, gesnollt, gewollt. Ich glaube, mein Team hat mich für Longcatching rehornert. Das waren wahrscheinlich alles YouTuber und sie sagen so, ey Bruder, dass du das Game nochmal 8 Minuten über 20 gezogen hast durch deine Tode, die total unnötig waren, dafür kriegst du mein Honor. Remastered, reworked und revamped. Good job. Revamped passt sogar wegen Vampir, versteht ihr? Okay, auf Wiedersehen.